Hallo, Dennis hier. Ich bin Deutscher und das tut mir verdammt leid. Und heute spiele ich wieder ein Spiel aus meiner schönen, behüteten Kindheit. Nachdem ich ja eher so Richtung Plattformer und Actionspiele und Adventure-Spiele schon so ziemlich das komplette Genre abgegrast habe, kommen wir doch heute mal zu einem schönen Sportspiel, beziehungsweise zu einer schönen Sportsimulation. Ja, und das machen wir mit dem Spiel Mats. Mats bedeutet so viel wie mean, ugly, dirty sport. Also so viel wie gemeiner, hässlicher, dreckiger Sport. Wobei ugly ist, glaube ich, auch noch so Synonym für brutal halbwegs. So, worum geht's in diesem Spiel? Also man ist Trainer, Manager und Spieler einer Mannschaft des Sportes Mats. Ja, der heißt halt so. Und in diesem Sport, der ist so eine Mischung aus Basketball, Rugby und wilde Monster, die sich einander kloppen. So, es ist wie folgt. Ich habe jetzt hier eine Stadt, nämlich die Stadt Gordon. Na, selber schuld. Und hier kann ich mehrere Orte aufsuchen. Ich habe mich hier gerade zum Beispiel schon mal im Hotel eingemietet, weil irgendwo muss man ja mit seiner Mannschaft übernachten. Man fängt an und hat schon eine gewisse Grundausstattung, also so eine Mannschaft aus normalerweise Nulpen. Ich kann mir das jetzt hier genau angucken im Hotel, was für eine Mannschaft ich habe. So, und hier sieht man einen Menschen und der Rest, das sind irgendwelche Alien-Rassen. Also diese kleinen hier, erinnere ich mich, die sind relativ schwach, aber sehr schnell. Dann die hier sind gute Angreifer, der hier kann gar nichts und die sind einfach sehr stark, aber dumm und langsam und rennen dann meistens so im Hintergrund rum und müssen irgendwie abwehren. Dieses Spiel, die Sportart, die man dann später noch sieht, die wird mit 5 Spielern pro Mannschaft gespielt. Jeder Spieler hat 2 Stürmer, einen Mittelfeldspieler und 2 Abwehrspieler. Und die können gemischt, also die Mannschaft kann gemischter Rasse sein. Ich meine aber, dass die Abwehrspieler müssen von der gleichen Rasse sein und die Stürmer müssen von der gleichen Rasse sein. Und da es eh nur einen Mittelfeldspieler gibt, ist es egal, von welcher Rasse der ist. Ich gehe jetzt mal hier auf den Markt. Und weil ich auf allein diesen Typen hier schon keinen Bock habe, Ilmen Stetner, verkaufe ich ihn. Wenn man jetzt mal in so einen Spieler reinschaut, der hat diverse Attribute. Hier sieht man, der ist nicht besonders clever. Das heißt, der rennt halt zum Ball hin in der Regel. Er ist aber sehr stark. Das bedeutet, wenn er ein Tackling macht, dann gelingt ihm das normalerweise auch. Moral weiß ich jetzt nicht, was es bedeutet. Ich glaube, bei ganz schlechter Moral spielen die einfach sehr viel schlechter. Und die verlieren an Moral, wenn Spieler sterben. Weil man kann in diesem Sportart auch sterben. Aber so viel will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Er hat eine geringe Ausdauer. Das bedeutet, er ist nach einer Weile auch wirklich ausgepowert und verliert dann an Gesundheit. Wobei der hat eine mittlere Ausdauer, ja. Er ist sehr langsam und sehr ungeschickt. Das bedeutet, seine Würfe sind nicht gerade präzise und er ist auch nicht sehr schnell, wenn er sich über das Spielfeld bewegt. So. Aber es sind gute Abwehrspieler, deshalb will ich die 2 erstmal behalten. So. Jetzt kann man auf dem Markt ja nicht nur verkaufen, sondern man kann ja auch ankaufen. Dann tun wir das doch gerade mal. So, hat sich das Spiel jetzt auch gehängt. Ah, ich bin wieder da. Ah, Mann, kleine Panne für zwischendurch. Entschuldigung. So, ja, jetzt wäre ich ja fast total gearscht gewesen. Aber gut, dass ich mich gerade noch so drüber rausgerettet habe. Na, habe ich Spitze gemacht. So. Der hier ist teuer, weil er auch sehr gut ist, also ist er sofort gekauft. Moin. Ich glaube, andere Spieler brauche ich erstmal nicht. So ein Mensch reicht, dann habe ich 2 Menschen und dann kann ich mit Menschen stürmen. Und Menschen sind in diesem Spiel nicht gerade die schlechtesten Spieler, um es mal so zu sagen. So. So, es geht weiter. Irgendwie. Ich weiß nicht, was das Box heute hat. Das Box! Gut, zum Spiel angemeldet habe ich mich. Spieler eingekauft habe ich. Ich habe eine Unterkunft. Man kann hier nach dem Spiel seinen Spieler heilen lassen, weil die doch sehr in Mitleidenschaft gezogen werden.
Man kann in der Bar, in der Kneipe, gegnerische Spieler, na, das ist nicht die Kneipe, das ist die Kneipe, kann man gegnerische Spieler bestechen oder man kann auch versuchen, andere Spieler anzuwerben. Oder man kann einfach eine Schlägerei starten, aber das kostet nur Kohle. Deswegen lieber nicht. Man kann Kredit aufnehmen, habe ich in dem Spiel jetzt aber noch nie gebraucht, wenn ich es gespielt habe. Und man kann eine Sportwette abgeben. Aber erst am Spieltag, und zu dem will ich jetzt mal vorlaufen. Dann setze ich natürlich, was in diesem Spiel absolut legal ist, eine große Summe auf meine eigene Mannschaft und sage doch, dass ich gerne spielen würde. So, hier kann ich jetzt meine Aufstellung eingeben. Ich würde gerne meine beiden Menschen stürmen lassen. Diese beiden Abwehrspieler, das sind diese dicken, großen, die sollen ruhig da hinten stehen. Und dazwischen hätte ich gerne einen von diesen Warclaws. Weil das sind ganz gute Allrounder, zumindest am Anfang. Später wird man dann mit sehr viel mehr anderen Rassen konfrontiert. Also ich schätze, es gibt ungefähr 20 verschiedene Rassen in dem Spiel. Und schon geht's los. Das hier ist der Schiedsrichter. Wenn ein Spieler den Schiedsrichter foult aus Versehen, und das hat man relativ schnell geschafft, dann wird dieser Spieler sofort exekutiert. Ist so. Das sind wohl die internationalen Regeln des gemeinen, brutalen, dreckigen Sports. So, ich spiele übrigens die hellblauen Freaks. Und hier sieht man gleich, der Wassergraben wird von einem Hai bewohnt, der die Spieler frisst, die zu lange da drin verweilen, nachdem sie reingehüpft sind. Insofern hat der Gegner jetzt Pech, er hat zwar einen Punkt gemacht, aber einen Spieler verloren. Das heißt, es gibt ein Timeout, ich könnte nochmal wechseln und der Spieler muss eben einen neuen Spieler reinsetzen. Das ist jetzt nicht so, dass dieser Spieler einfach nur aus dem Spiel raus ist, er ist jetzt tot, also diesen Spieler gibt es nicht mehr. Er hat aufgehört zu existieren, um es mal so zu sagen. So, dann wage ich doch gleich mal einen nächsten Sturm. So, wenn man den Ball direkt reinspielt, gibt das 2 Punkte. Und wenn man im Graben ist, muss man relativ schnell die Tasten links, rechts klicken, um wieder weiterzukommen. Gut, hab mir den Ball eiskalt erfault und stürme jetzt wieder auf den Gegner zu. Oh. Spieler sterben übrigens nicht nur, wenn sie vom Hai gefressen werden. Jedes Mal, wenn ein Spieler gefoult wird, verliert er an Gesundheit. Und wenn die Gesundheit eben dann aufgebraucht ist, dann fällt der Spieler einfach um. Und ist tot. So, der gegnerische Mensch startet einen Angriff. Meine Verteidiger sind leider zu blöd, ihn aufzuhalten. Und ein weiterer Angriff. Und wieder sind's Punkte. Wann endet das Spiel endlich? Mag man sich jetzt denken. Es endet dann, wenn entweder eine Mannschaft nicht mehr genug Spieler zum Wechseln hat, oder wenn 7 Runden gespielt wurde. Also wenn 7-mal der Korb getroffen wurde, egal ob mit 2 oder 1 Punkt. Das heißt, man kann bis zu 14 Punkte erzielen. Und das Preisgeld richtet sich auch nach dem Ergebnis. Wenn jetzt der Gegner herkommt und seine einzelnen Körbe wirft, ist das für mich gar nicht so schlecht, weil ich normal nur auf 2 Punkte treffe. Die Wurfmechanik in diesem Spiel ist nämlich urstbeschissen. Man steuert praktisch alles mit der Leertaste. Muss man sich vorstellen. Das heißt, wenn ich wechseln will, dann muss ich die Leertaste gedrückt halten, um mit diesem Fadenkreuz, das man hier gerade gesehen hat, über das Spielfeld fahren bis zu der Person, die ich steuern will. Genau das gleiche macht man, wenn man abspielt. Oh, schon wieder einer gefressen. Wenn man abspielen will, muss man auch die Leertaste gedrückt halten. Man muss erstmal im Besitz des Balles sein, dann das Fadenkreuz mit den Cursor-Tasten steuern. In der Zeit steht man still und ist absolut easy zum Angreifen. Muss dann auch wieder das Fadenkreuz dahin steuern, wo man werfen will. Und bis man das gemacht hat, ist man 500 Mal gefoult worden.
Und man hat trotzdem noch verzogen. Also selbst wenn der Ball noch irgendwie weggeht, dann geht er 500 Kilometer daneben. Deshalb springe ich lieber über den Graben und hole dafür auch 2 Punkte. Gut, wir sind jetzt schon in Runde 6, das heißt, 2 Körbe können noch geworfen werden. Das heißt, mein Gegner kann maximal noch auf Unentschieden kommen. Und das auch nur, indem er jetzt zweimal über den Graben springt, beherzt. Was der Gegner normal weniger tut. Also er springt oft in den Graben rein, aber wirft dann im Flug noch. Das gibt eben nicht so viele Punkte, wie wenn er einfach bis zum Kopf durchfliegen würde. Auch ein schönes Detail in diesem Spiel. Man sieht, der Boden wird dreckig. Und das bedeutet, dass er auch sehr schlecht zu begehen wird. Man hat es gerade gesehen, mein menschlicher Spieler war sehr langsam. Was daran liegt, dass einfach der Boden schon total aufgebraucht ist. So, das bedeutet, jetzt wird nur noch eine Runde gespielt. Mein Gegner liegt 3 Punkte hinten und kann maximal noch 2 machen. Das bedeutet, ich habe schon gewonnen. Seine Verteidigung ist offen. Wieso auch immer das jetzt kein Korb war, weiß ich nicht. Eigentlich hatte ich voll getroffen, Sauerei. Aber, weil mich jetzt Rachegelüste ereilen, will ich doch einfach mal sagen, komme ich schon mal zu meinem vorgezogenen Fazit. Weil das auch schon wieder nicht gefruchtet hat. Also für die Idee dieses Spiels gebe ich ganz klar 5 Punkte. Ich meine, es ist nicht so ein hoher Gedankenaufwand, aber ich finde es cool. Und es ist wirklich eine in sich stimmige Idee. Dieser Sport wird im kompletten Spiel über als total brutal und super geil zelebriert. Und das macht es einfach so in sich sehr passend. Nämlich gerade auch dadurch, dass man nicht nur spielt und nicht nur die Mannschaft verwaltet, sondern man verwaltet die Mannschaft, man betreut sie, man kauft Spieler ein und muss sie dann letztendlich auch spielen. Und wie das umgesetzt wurde in dieser Fantasy-Welt, diese Fantasiesportart eben in einer Fantasiewelt, das finde ich ist sehr gelungen. Und deswegen Idee, ganz klare 5 Punkte von meiner Seite. Für die Umsetzung gehe ich runter auf 2 Punkte. Also es beißt sich, man merkt, und ich habe jetzt gewonnen. Es beißt sich schon relativ stark. Wieso 2 Punkte für die Umsetzung? Also ich meine, die Grafik sieht man, ist nicht gerade gut. Ich meine, das Studio, die Rainbow Arts, das war so ein kleines deutsches Studio, die haben sehr viele Spiele in der Zeit gemacht. Und keines davon hat wirklich richtig gut ausgesehen. Aber ja, es wäre tatsächlich echt mehr möglich gewesen. Haben sie nicht gemacht. Der Sound ist total nervig. Die Musik ist irgendwie so richtig hallend eingespielt. Weiß nicht. Ja, dann lieber ein Spiel ohne Sound machen oder mit ganz einfachem PC-Speaker-Sound. Aber hier hat man mit Soundblast echt nur Scheiße gemacht. Weiterhin sehe ich so ein bisschen das Problem, dass der Spielspaß dadurch getrübt wird, dass ja die Steuerung eben auch relativ scheiße ist im Spiel. Beziehungsweise richtig scheiße kann man nicht sagen, aber es ist nach einer Weile nicht mehr so motivierend und gerade so Spielmechanismen wie das Abspielen oder eine vernünftige Strategie kriegt man hier eben nicht rein, einfach weil es die Steuerung nicht hergibt. Das ist schade, aber sorgt dann eben dafür, dass es für die Umsetzung am Ende 2 Punkte gibt. Für den Spielspaß gebe ich mal 3 Punkte, weil es macht schon Spaß und ich kann mich in den letzten Jahren immer wieder erinnern, dass ich immer mal wieder dieses Spiel hergenommen und damit angefangen habe. Allerdings ist dieser Spielspaß eher kurzfristig zu sehen, weil auf Dauer macht das Spiel wirklich keinen Spaß mehr. Es wird am Ende hammerschwer, man kommt mit seinen Spielern nicht mehr durch, jedes Foul sitzt, die gegnerischen Spieler fangen dann Schlägereien an, um die Spiele zu blockieren und das Spiel zielt einfach nur noch darauf, es dem Spieler möglichst schwer zu machen. Das soll jetzt nicht heißen, dass das Spiel schlecht ist, aber ab irgendeiner späteren Welt ist man einfach total frustriert bei den Spielen und es dauert auch ewig, bis man mit einem Spiel durchkommt. Das finde ich nicht so gut, deswegen für den Spielspaß 3 Punkte. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Ach nein, ich habe ja keine Zeit mehr. Tschüss.